So sieht sie ziemlich unscheinbar aus, die Hasel im Hünfelder Ortsteil Großenbach. Doch bei Starkregen kann es hier schnell gefährlich werden. Akute Hochwassergefahr, wie diese Simulation in Rot darstellt. Normalerweise sitzt man vor dem Computer, da ist ja alles schön und gut. Aber dann ist man auf einmal hier in der Realität und dann wirkt das doch mal ganz anders auf einen ein. Da weiß man dann auch, was seine Simulationen für einen Einfluss haben können. Als Schüler der Konrad-Zuse-Schule in Hünfeld haben diese Jungs 2021 angefangen, einen Hochwassersimulator zu entwickeln. Mittlerweile studieren sie Informatik in Fulda. Gewaltige Datenmengen haben die drei zusammengetragen, die Informationen verknüpft und ein Vorhersagemodell berechnet. Generell von diesem Gebiet hier oben fließt oftmals Wasser in diesen Ort hier rein. Und staut sich dann hier im Ort und kann dann dementsprechend Bauwerke beschädigen. In unserem Projekt haben wir uns damit befasst, wie denn das Wasser fließt im Falle von Starkregen, um so halt bestimmte Maßnahmen zu treffen, was man denn machen kann, um irgendwelche Katastrophen zu verhindern. Die selbstgeschriebene Software simuliert, wie stark sich anfallende Regenmengen in den Ortschaften ausbreiten würden. Rot gleich Gefahr. Wie zum Beispiel, wenn ein Neubaugebiet erschlossen wird, dann kann man sehen, ist das jetzt eine gute Position für ein Haus, ist das jetzt was Schlechtes, läuft hier viel, läuft hier wenig Wasser lang. Dafür kann das ebenfalls eingesetzt werden. Jens Hedrich ist Lehrer für angewandte Informatik an der Berufsschule und stolz auf seine Jungs. Was wir gemerkt haben, ist, dass tatsächlich, und was uns auch wichtig war, dass Einsatzkräfte vor Ort, wie zum Beispiel die Feuerwehr, mit uns schon kommuniziert haben und gefragt haben, können wir denn von euch mal Pläne haben, wo wir denn vielleicht als nächstes die Sandsäcke aufbauen könnten, weil es denn sehr wahrscheinlich ist, dass es die Häuser oder auch Straßen überfluten wird. Und das, denke ich, könnte vielleicht auch für andere Kommunen interessant sein in Zukunft. Die Stadt Hünfeld nutzt bereits den Hochwassersimulator der ehemaligen Schüler. Erste Gefahrenstellen an der Hasel wurden erkannt, auf die jetzt mit Umbaumaßnahmen reagiert werden soll. Wir bauen jetzt oben in der Straße am Vogelsang, machen wir den Kanal raus, den alten. Da ist ein Kanal mit 50 cm Durchmesser, da machen wir jetzt einen mit 1 m Durchmesser rein, um so das Wasser im Kanal erstmal zurückzuhalten. Katastrophenschutz neu gedacht. Das nächste Ziel der Jungs, der Besuch bei einem Patentanwalt. Denn ihr Modell soll mehr als nur Schule machen, vielleicht sogar als Geschäftsidee.